Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sollten wieder zurück zu Berra. Ja, ist er jetzt Beragons Haus? Und da sind wir auch. Und ja, wir werden mal hören, was sie zu sagen haben. Wenn sie denn da sind. Wo sind sie denn heute? Ah, im Nebenzimmer. Hier drüben, meine Freundin. Wir sollten reden. Okay. Es ist seltsam. Als ich mich das erste Mal aus Nyrjastare zurückzog, fragte ich mich jahrelang, was in diesem Gewölbe verborgen wurde. Ich hätte nie gedacht, dass es das Relikt einer Daedra-Fürstin ist. Wo wir nun schon hier sind, lassen wir unsere Entdeckungen noch einmal Revue passieren. Glaubt ihr, wir haben wirklich eine Chance? Wir beide haben den Strang der Geheimnisse geborgen. Ihr und Tribunin Alea habt die Feldagard-Burg gerettet und Tilga gefunden. Und ihr habt die Lampe der Klarheit im ausgestoßenen Gasthaus entdeckt. Ihr habt auch etwas über Ithelia erfahren. Endlich sind wir im Vorteil. Ein Vorteil? Leramiel glaubt, diese Relikte sind der Schlüssel, um Ithelia und ihre Verbündeten unter der Rückbesinnung und den Daedra zu besiegen. Oh, wir müssen noch herausfinden, wann und wie man sie einsetzt. Doch dank euch haben wir, was wir brauchen, um die Westauen zu retten. Nehmt dies, meine Freundin. Ja, und wir erhalten sogar ein göttlich Hände vom Set Symmetrie der Auen und einen Fertigkeitspunkt. Und entschuldigt bitte, dass ich ein bisschen quietschig klinge, aber ja, mal wieder erkältet. Nach einer ersten Untersuchung des Strangs der Geheimnisse weiß ich immer noch nicht, was ich von ihm halten soll. Er ist eine Karte, doch das Bild verändert sich ständig. Ich glaube, es reagiert darauf, wonach der Betrachter gerade sucht. Erst hatte ich nicht viel Glück, doch dann kam mir eine Idee. Eine Idee? Ich dachte daran, Nantarion zu finden, doch nichts geschah. Dann erinnerte ich mich daran, dass diese Relikte gefertigt wurden, um Ithelia zu finden und zu besiegen. Also dachte ich an sie, und diese dädrischen Runen tauchten auf. Ich glaube, sie lassen sich mit der Stab der vielen Pfade übersetzen. Der Stab der vielen Pfade übergab Scherbenmarschall Vagas den nicht in Hoffnungswurz an Natarion. Och, diese Namen. Genau. Nantarion verwendete den Stab, um das Wildbrandsamenritual vorzubereiten, ehe ihr das Ganze vereiteltet. Ich glaube, der Strang zeigt mir Orte, an denen Nantarion den Stab benutzt, um weitere Samen einzupflanzen. Viele weitere Samen. Nun, meine Freundin, wollt ihr mir helfen, Nantarion aufzuhalten? Ich helfe euch, König Nantarion zu finden und ihn aufzuhalten. Wenn ich recht habe, plant Nantarion, einen gewaltigen Wildbrand auszulösen. Groß genug, um Skingrad zu vernichten und die gesamten Auen mit Wald zu überziehen. Werft einen Blick auf den Strang. Dann seht ihr die Orte, auf die ich mich beziehe. Ich glaube, sie können uns zu Nantarion führen. Sollte uns der Strang der Geheimnisse nicht zeigen, wo Ithelia ist? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich die Geschichte der Relikte richtig deute, wurden sie geschaffen, um Ithelia entgegenzuwirken. Und sie verfügt über die Macht einer Entdeckung zu entgehen. Ungesehen, erinnert ihr euch? Ich schätze, der Strang kann nicht sie selbst aufspüren, sondern sucht stattdessen nach Orten, an denen sie ihre Macht einsetzt. Doch ihr meintet, der Strang zeigt euch Orte, an denen der Stab der vielen Pfade eingesetzt wird. Soweit ich weiß, ist der Stab Ithelias Relikt. Erfüllt von ihrer Macht. Da Ithelia derzeit offenbar selbst keine Macht ausüben kann, konzentriert der Strang sich auf den Stab. Zu unserem Glück hat Nantarion diesen, und wir müssen ihn finden. Können die Lampe der Klarheit oder Tilga uns dabei helfen? Die Lampe enthüllte nur verborgene Dinge in der Nähe. Und ich glaube, man braucht eine klare Vorstellung, wohin man ein Portal mittels Tilga öffnen will. Keine Sorge, meine Freundin. Ich vermute, wir werden alle drei Relikte brauchen, bevor wir mit dieser Sache fertig sind. Ja, und da ist gerade mein Bildschirm ausgefallen. Gibt es Neues von Leramiel der Weisen? Nicht seitdem wir nach Nyrjastare aufgebrochen sind.
Lehrer Miel meinte, während wir nach dem Strang suchen, würde sie weiter nach Torvesaat Ausschau halten. Sie ging davon aus, dass ihre Suche sie jenseits der Westauen führen könnte. Ich wünschte, sie wäre zurück. Sie versteht das alles viel besser als ich. Was meint ihr damit? Dädrische Relikte sind ihr Fachgebiet, nicht meines. Leramil hätte mit nur einem Blick durchschaut, wie man den Strang der Geheimnisse verwendet. Nun, da wir nicht wissen, wann wir mit ihr zu rechnen haben, müssen wir allein unser Bestes geben. Erzählt mir, was König Natarion eurer Meinung nach vorhat. Ich räume ein, dass ich nichts als Mutmaßungen und logische Schlüsse zu bieten habe. Natarion als geheimer Anführer der Rückbesinnung verwendete einen korrumpierten Samen, einen sogenannten Wildbrandsamen, um einen Teil der Westauen in Dämmerholz zu verwandeln. Ich glaube, er pflanzt noch weitere Samen ein. Aber nicht alle Waldelfen, die Natarion ursprünglich gefolgt sind, gehören zur Besinnung? Nein, die meisten von ihnen dachten, sie folgen einem wohlmeinenden Anführer. Sie wären entsetzt, wenn sie wüssten, dass die Verwüstung durch den Wildbrand der Grund ist, aus dem Washabar existiert. Nach dem, was wir in Hoffnungswurz erfahren haben, erkennt Washabar in Natarion nun den Schurken. Warum macht Natarion das alles? Bei der Rückbesinnung handelt es sich um einen wiederbelebten Aileiden-Kult, der Itelia gewidmet ist. Natarion versucht, ihre Macht wiederherzustellen und ihren Segen zu erlangen. Bedenkt man die schiere Zahl an Orten, an denen er den Stab verwendete, wird er demnächst wohl mehr Wildbrand entfesseln. Viel mehr. Ja, Strang der Geheimnisse. Oh je! Das sieht hier mal richtig cool aus. Okay, also das hier unten, da kann ich mich dran erinnern, da ist ein Wegschrein. Hier glaube ich nicht. Ich glaube, hier oben ist ein Wegschrein. Aber ich weiß ungefähr, wo das ist. Sieht aber richtig, richtig cool aus. Okay, schließen, schließen. Seht ihr? Ja. Ich glaube, König Natarion ist an einem der markierten Orte. Ja, kann ich hinreisen. Kein Thema. Seht ihr, wie die Karte sich veränderte und diese Markierungen auftauchten? Ich bin ziemlich sicher, sie zeigen Orte an, an denen vor kurzem der Stab der vielen Pfade verwendet wurde. Eine Art nachwirkende Aura vielleicht. Ich glaube, wir müssen diese Orte untersuchen. Falls König Natarion den Stab an diesen Orten verwendete, gibt es keine Garantie, dass er jetzt immer noch dort ist. Ihr habt recht, doch wofür im Leben gibt es schon Garantien? Sei's drum. Wir müssen herausfinden, was genau Natarion an diesen Orten trieb. Und irgendetwas dort könnte uns verraten, wo er als nächstes hin will. Könnt ihr sagen, auf welche Orte diese Markierungen verweisen? Die eine im Norden könnte der Tertil-Bauernhof sein. Ein abgelegenes Gehöft. Die andere sieht aus wie die Hastrel-Senke. Dort in der Nähe gibt es einen verfallenen Turm. Ihr solltet zu beiden reisen und sie überprüfen. Falls ihr irgendwelche Wildbrandsamen findet, dann vernichtet sie. Was werdet ihr machen? Während ihr die Orte untersucht, versuche ich, den Strang dazu zu bringen, mir noch mehr zu enthüllen. Und ich werde versuchen, besser zu verstehen, was es mit den anderen Relikten auf sich hat. Kommt zurück, sobald ihr mit der Untersuchung der Orte fertig seid. Zusammen werden wir beide schon etwas aufspüren. Nun gut, wieder zwei Orte Untersuchung. Wenn wir Natarion finden, sollten wir lieber bereit für einen Kampf sein. Ich sammle die Legion und warne Washabar. Wenn wir einen klugen Weg finden, seine Pläne zu sabotieren, können wir womöglich einen Kampf vermeiden. Ich bezweifle, dass es so leicht wird. Und ich werde sicherstellen, dass Natarion nicht wieder entkommt. Also, erstmal mache ich mal die Karte raus, weil sonst sehe ich nichts. Dann habe ich gerade gesehen, erfüllt ein Ziel. Wir müssen gar nicht beides machen. Es steht jetzt aber nichts Näheres zu drin. Ich rede jetzt auch noch mal mit ihr. Die Senke oder der Bauernhof? Naja, Bauernhof klingt für mich eher so, als ob wir den untersuchen sollten, weil da Leute drin wohnen, ne? Selbst wenn wir sehen können, wo Natarion den Stab eingesetzt hat, gibt es trotzdem keine Garantie, dass wir ihn auch an diesen Orten finden. Ich spreche mit meinen Speern und besorge Hilfe aus Washabar. Je mehr Augen uns dort draußen helfen, nach der Rückbesinnung Ausschau zu halten, desto besser.
Ihr seid jetzt bereit, mit den Waldelfen zusammenzuarbeiten? Es ist klar, dass die Rückbesinnung der Feind aller ist. Und die Scherbensaat auch. Es wäre töricht, Hilfe zurückzuweisen, wenn ich sie schon finde. Außerdem nahm ich vielleicht zu vorschnell an, unsere neuen Nachbarn würden hinter dem Ärger in den Westauen stecken. Woher rührte euer Sinneswandel? Ich störe mich nicht an Waldelfen. Ich störe mich an Landbesetzern und Eroberern. Ich weiß, ich kann dickköpfig sein, doch Beregon hat sich als treuer Verbündeter erwiesen. Und die Bewohner von Vashabar wurden von Nantarion hinters Licht geführt. Ich kann zugeben, dass ich mich in ihnen getäuscht habe. Und genau das beweist wahre Größe. Ja, ich denke, sollte ich jemals wieder hier rauskommen, dass ich den Bauernhof untersuchen werde. So, wir sind in der Nähe und dürfen schon wieder nicht reiten. Das ist so ätzend. Ich verstehe auch nicht, warum man in allen Gebieten reiten darf, nur in ein oder zwei nicht. Oh, Reisende, könnt ihr anhalten? Ich bin durcheinander. Ja, können wir. Hey da, wo seid ihr? Und wer sind wir? Geht es euch gut? Vielleicht. Nun, ich weiß es nicht. Ich habe mich verlaufen und ich bin betrunken. Sehr betrunken. Ich hatte gerade eine neue Arbeit auf einem Weingut. Irgendwo in den Westauen. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Auf welchem Weingut? Das mit den Trauben. Man kriegt ein paar Flaschen, wenn man sich meldet. Ich dachte, Westauenwein wäre so dünn wie Elfenwein. Ich sag euch was. Ist er nicht. Wo sollte ich denn nun lang? Um woanders hinzukommen. Irgendwo hin. Vorzugsweise zum Weingut. Ich weiß, wo es einige Weingüter gibt. Großartig. Ja, verratet es mir. Ich habe morgen früh Arbeit. Ich will nicht zu spät kommen. Folgt der Straße nach Xingrad. Xingrad. Wie viel Grad sind denn da? Hoffentlich nicht zu heiß. Oh. Ihr meint die Stadt Skingras. Genau. Ich bin schon weg. Hab Dank. Ich hoffe, ich weiß es morgen früh noch alles. Denn ihr seid meine neue beste Freundin. Ich liebe Freunde so sehr. Ja, und das wollte ich euch mal nicht vorenthalten, weil ich finde, das ist eine dieser witzigen kleinen Jokes, die ja eingearbeitet worden sind. Oh, der bin ich schon keine Ahnung wie oft begegnet. Ich müsste eigentlich mal die zweite Option wählen, um mal zu testen, wie sie darauf reagiert. Wenn ich sage, ich kenne zwar einige Orte, aber die sind alles keine Weingüter. Würde mich mal interessieren. Ihr seid böse. Wir müssen... So, in die Richtung. Müssen wir jetzt hier irgendwas Spezielles machen? Ich greife den an. Ah, okay. Das heißt, euch muss ich auch angreifen. An die Person, die das hier findet. Wenn ich tot bin, dann haben mich die blutrünstigen Waldelfen und ihre Dedra-Freunde ermordet. Ihr werdet sie erkennen, wenn ihr sie seht. Ein unfreundlicher Haufen, gekleidet in merkwürdige Rüstung. Sie spionieren das Land aus, beobachten uns. Gestern Abend sah ich sogar ein paar von ihnen in den alten Brunnen hinabklettern. Die führen nichts Gutes im Schilde, da bin ich mir sicher. Gestern fand ich eine Nachricht an der Tür, die uns aufforderte, zu verschwinden. Niemand vertreibt Milvia Terhil aus ihrem eigenen Land. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Angst. Milvia Terhil. Okay, wo ist der Brunnen? Der Brunnen, wo ist der Brunnen?
Warnung an die Auen, an alle Bewohner der Westauen. Vor langer Zeit stahlen eure Ahnen diese Lande von den Saliachen. Von dem Volk, das ihr als Aleiden oder Herzlandelfen bezeichnet. Ihr hockt inmitten der Ruinen unserer Städte. Ihr schmückt eure Paläste mit unseren verlorenen Schätzen. Ihr rodet und pflügt Felder, die einst prächtige Wälder waren. Jetzt holen wir uns all das zurück. Sammelt eure Habseligkeiten und geht, solange ihr noch könnt. Wir geben euch nicht die Schuld an den Taten unserer Ahnen und wir wollen euch nichts Böses. Aber wenn ihr euch widersetzt, wenn ihr uns fernhalten wollt von dem, was eure Vorfahren gestohlen haben, dann setzt ihr ihre alten Verbrechen fort. In diesem Fall wird unsere Gerechtigkeit euch schnell und gnadenlos ereilen. Die Rückbesinnung. Betretet den alten Brunnen. Ja, das will ich doch schon die ganze Zeit. Wo ist denn der? Brunnen, Brunnen. Da ist er. Das war nass. Okay. Erforscht die Höhle. 1 von 2. Ist auch so eine tolle Aussage. Dieser Ort wird genügen. Sagt Nantarion, er soll einen Samen herbringen. Und ratet ihm, ihn besser zu bewachen als die letzten. Okay. Warum stand da jetzt gerade oben rechts eine Zeit drin? Hä? Über dem T, wo meine Aufgabe ist, da stand jetzt gerade ganz kurz eine Zeit drin. Ich bin ein bisschen verwirrt. So, untersucht die Hassrell-Rinke, was auch immer. Also so wie es aussieht, dürfen wir doch beides machen. Sehr gut. Dann reise ich mal eben zurück und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Ja. Sprecht mit den... Ach, hier. Vorsicht, Fremde. Jene, die meine Freunde ermordeten, sind nahe. Sie könnten jederzeit zurückkehren. Ich habe mal in einen solchen Sack gefasst und ein paar lebende Frösche gefunden. War ein schräger Tag. Danke, Funke, für deine behellenden Kommentare gerade. Das Lager ist verloren und meine Gefährten sind tot. Wildbrand wird sämtliche Spuren ihrer Existenz überwuchern. Und die Beweise für die Verbrechen der Rückbesinnung. Was ist hier geschehen? Ein Angriff der Rückbesinnung. Ich war auf Erkundungsgang, als sie unser Lager angriff. Der Großteil ihrer Anhänger war verschwunden, bis ich zurückkehrte. Was der einzige Grund ist, warum ich nicht mit meinen Gefährten starb. Wir kamen hier, um unsere Feinde zu jagen, doch wir wurden stattdessen zur Beute. Warum habt ihr die Rückbesinnung gejagt? Grünsprecherin Darolid hat allen in Vashabar von dem falschen König und seinen Wildbrandsamen erzählt. Sie sagte, wir müssten die Rückbesinnung finden und sie daran hindern, weitere Samen einzupflanzen. Wir waren nur eine der losgeschickten Gruppen. Doch die Rückbesinnung fand uns zuerst. Ihr sagtet, die Truppen der Rückbesinnung wären in der Nähe? Wo? Einige von ihnen gingen in die Ruine im Osten. Ich glaube, sie sind noch dort. Ich würde ihnen ja nachsetzen, doch es sind zu viele für mich. Und mein Herz ist schwer vor Trauer über den Verlust meiner Gefährten. Ist König Nantarion hier? Nantarion ist nicht mein König. Nicht mehr. Verderbte Magie wie den Wildbrand einzusetzen? Das ist ein Verrat am Grün. Meine Gefährten empfanden genauso. Ich habe ihn hier nicht gesehen, Fremde, doch er könnte in den Ruinen sein. Nicht so aggro, ja? Ich bin nicht König Nantarion. Nantarion. Ich würde ihn selber auch nicht König nennen. Ich habe keinen Respekt vor irgendwelchen Titeln. Warum auch? Die Menschen sind nicht besser oder schlechter als alle anderen. Mit der Hilfe der wird das Eileidenreich wiedergeworben werden. Moment, da hinten. Ja, genau. Dann kommt mal zu mir. Kommst du denn jetzt schon wieder her? Du warst aber nicht hier vorne.
Priest erwacht dieser uralte Schrein. Seine Macht wird helfen, den Brunnen von Miskakan zu füllen. Wir bewachen den Samen mit unserem Leben, mein König. Tja. Nehmen wir mal so hin. Was machen wir jetzt? Wir laufen einfach weiter. Tag der, was? Erinnerung höher. Komm, ihr steht mir jetzt hier gerade im Weg. Normalerweise bin ich Pazifist. Normalerweise töte ich niemanden. Aber, ja, ihr steht mir jetzt gerade alle im Weg. Toll. Alter, was war denn das? Wer hat mich denn jetzt hier? Meine werten Brüder und Schwestern der Rückbesinnung. Der Tag der Erinnerung steht bevor. All unsere Mühen, all unsere Zweifel, all unsere schwierigen Entscheidungen führten uns zu diesem einen Augenblick. Wir waren die Ersten, die aus der Vergesslichkeit erwachten, welche die Feinde der Fürstin der Pfade gesponnen hatten. Jetzt werden wir vorangehen in das glorreiche Zeitalter, das uns bevorsteht, in dem sich die Welt wieder an unsere Fürstin erinnern wird und vor ihrem Ruhm niederkniet. Ihr alle habt eine Rolle dabei gespielt, uns dem Tag der Erinnerung näher zu bringen. Bleibt eurer Pflicht noch ein wenig länger treu, meine Freunde. Es ist nicht einfach, eine vergessene Erinnerung wieder zum Leben zu erwecken. Aber genau das wird von uns verlangt. Durch unser Werk haben wir die Quellen der Macht freigelegt. Jetzt ist es an der Zeit, sie mit einem letzten Wildbrand zu erwecken. Dann werden wir die ganze Welt an der Pracht unserer Fürstin teilhaben lassen. Für die Rückbesinnung. Für die Fürstin der Pfade. Okay. Funke, du stehst irgendwie im Weg. Wildbrand. Achso, das ist der Samen. Okay. Kehrt zu Beragons Stadthaus zurück. Ja, das werde ich jetzt mal machen und dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, er ist wieder im Nebenzimmer. Beragon. Ihr seid zurück. Was habt ihr herausgefunden? Ich hatte schon das Gefühl, dass ihr bald zurückkehrt. Der Strang der Geheimnisse veränderte sich, während ich ihn untersuchte. Die Orte, zu deren Untersuchung ich euch entsandt hatte, sind verblasst. Ich nehme an, ihr wart an beiden Orten erfolgreich? Verratet es mir. Was habt ihr gefunden? Die Rückbesinnung bewachte neue Brandsamen, die sie auf dem Terhil-Bauernhof und in der Hastrel-Senke verborgen hatte. Ich hatte schon gehofft, wir hätten der Bedrohung durch den Wildbrand ein Ende gemacht, als wir Nantarions Ritual in Hoffnungswurz störten. Was habt ihr wegen der Samen getan? Ich vernichtete die Samen. Doch die Rückbesinnung löschte den Bauernhof und ein Weltelfenlager in der Senke aus. Das befürchtete ich schon. Die Rückbesinnung wird gewalttätiger und waghalsiger. Bis König Nantarion besiegt ist, ist niemand sicher. Habt ihr etwas darüber erfahren, wohin Nantarion als nächstes wollte? Ich fand einen Brief, in dem stand, der nächste Wildbrand würde Quellen der Macht erwecken. Was auch immer das heißen mag. Quellen der Macht? Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Wenn ihr die Samen vernichtet habt, die die Rückbesinnung pflanzte, wird sie sie ersetzen müssen. Das heißt, dass wir noch die Möglichkeit haben, Nantarion zu finden. Werfen wir noch einen Blick auf den Strang. Nun gut, wir werfen noch einen Blick auf den Strang. Aber ich würde sagen, bevor ich damit jetzt irgendetwas trigger und irgendetwas Neues auslöse, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.